Und wenn. Wow. Scharfschütze hier. Ich habe so das Gefühl, der Creeper kommt hier gleich rein. Warum habe ich nur dieses dumme Gefühl? Ohne Schwert natürlich am allerbesten. Ja, nee, der schießt uns hier gleich runter. Oder? Wow. Ja, der versucht's. Ob er uns trifft, ist eine andere Frage. Nee, der trifft unsere Wand. Oh, da haben wir Glück. Und da draußen tummelt sich eine ganze Armee hier. Also der Creeper versteckt sich da hinten. Wenn ich nicht aufpasse, dann überrennen die. Der schießt ja fast den Steinblock weg. Ja, kannst du auch durch Glas schießen? Ich glaube nicht. Aber Spinnen, solange kein Dach offen. Jetzt haut der ab. Und den Creeper haben wir natürlich auch nicht vergessen. Da ist noch ein Creeper. Solange kein Dach über. Ja, genau. Nein, aber die Spinne kommt. Das war natürlich klar. Das war ich jetzt so meine. Ja, nein, da ist der Creeper. Solange hier kein blödes Dach über dem Haus, solange das Haus kein doofes Dach hat, blödes, doofes Dach, da kann hier alles reinlaufen. Spinnen klettern hier so gerne die Wände hoch. Wenn ich da jetzt gucke, da ist bestimmt. Ja, der steht da. Der steht da und bleibt da ruhig stehen. Ich habe kein Problem damit. Scheiße. Hinter mir nichts. Diese Sache. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich jetzt hier mein Schwert crafte, werde ich erwischt von irgendeinem, was weiß ich, Vieh. Aha, da ist er ja. Nee. Mein Haus sprengst du nicht weg. Shit. Nein. Mist. Ein unbekanntes Territorium ist natürlich ganz clever. Ja, kannst du schwimmen? Komm mal rüber. Ich warte auf dich. Oh. Hat der was gedroppt? Jupp. Vielleicht sollte ich doch erstmal das erste Projekt fertig machen. Das lautet Haus bauen. Bevor ich hier anfange, zig andere zu machen. Und jede Nacht kippen. Aber es ist auch ein bisschen Abwechslung dabei. Hammer. Also, wie dick wollen wir das Glas haben? Zwei. Oh Gott, ich habe Hunger. Moment, erst was essen. Das geht vor. Hähnchen, lecker. Da fehlt noch was. Am besten noch ein bisschen verrottetes Fleisch. Ja. Reicht das? Ja, wir heilen uns gut. Tintensack. Okay, dann brauchen noch mehr Glas. Noch mehr Sand. Das Holz ist auch fast wieder ausgegangen. Es ist mir die Frage, ich habe mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie genau, also wie speziell ich das Haus machen möchte. Klar, es kommt eher nach dem Gefühl, aber ich bin jetzt so ein Häuserexperte. Bei mir sehen die Häuser immer einfach aus und unspektakulär. Und das, was ich eher baue, ist dann so. Sind so andere Sachen. Das Haus ist irgendwie. Wenn es mir gehen würde, würde ich einfach so ein Bett in eine. Wie da oben in so ein. Einfach so ein. Was weiß ich. So ein, irgendwo ein Bett hinbauen, was sicher ist. Und dann. Dann gucken, dass ich da noch irgendwie eine. Einen Ofen und eine Workbench reinbekommen und das war's dann. Da bin ich glücklich. Und wieder ein Creeper. Ja? Platzt einfach mein Vorgarten weg, nur um mir ein Stück Kohle zu zeigen.
War wohl nicht weit genug weg. Das Ding ist hochgegangen. Und das war die Nacht. Und ich denke mal, wir werden jetzt am Tag besser über die Runden kommen. Also, To-Do-Liste. Nummer 1 sagt abgehakt. Holen wir uns jetzt. Auf dem Weg dahin können wir aber nochmal beim Zombie vorbeischauen, der da gerade lichterloh in Flammen steht. Yay! Und die Schafe setzen immer noch auf ihrem Haufen da oben. Einfach nur zu geil. Einfach nur zu geil. Oh, ich nehme einfach am besten einfach mal mehr Sand als nötig mit. Wer weiß, wie viel wir brauchen. Am besten wir gehen dafür in die Wüste. Ja, ich weiß, meine Aufnahme ist nicht gerade die geilste. Ich habe ja auch kein Beispiel Krog, ich habe ja auch keinen supergeilen PC und Verarbeitungsprogramm etc. ein unlackendes Spiel wie Krog hier. Der kann sich sowas ja leisten, ich nicht. Nein, aber ist mir auch egal. Sand, Sand, haben wir hier irgendwo. Haben wir irgendwo hier eine Wüste? Irgendwo eine Wüste? Sieht irgendwie unwüstig hier aus. Ja, das war mein erstes Haus für die nächste Nacht. Ein Haus kann man das ja nicht nennen. Wieder ein braunes Schaf. Leute, ich verstehe es nicht. Das könnt ihr mir vielleicht mal beantworten, diese Frage. Ich sehe hier weiße Schafe, ich sehe braune Schafe. Es gab früher mal also weiße, hellgrau, dunkelgraue und schwarze Schafe. Wo sind die grauen und die schwarzen Schafe hin? Ich habe keine gesehen. Wo sind die hin? Gibt's die nicht mehr oder was? Wo sind die hin? Haben die sich in Luft aufgelöst oder hab ich die alle abgeschlachtet? Na toll, wie in der Formation hier unten. Wieder so ein braunes. Verstehe ich einfach nicht. Wir brauchen Sand. Ja, jetzt hätte ich fast wieder meine To-Do-Liste vergessen vor lauter Schafe töten. Erstmal genug Sand. Dann brauchen wir natürlich mal wieder ein bisschen Holz. Holz brauche ich immer. Wir sollten ein paar Bäume pflanzen, da wo wir sind. Dann auch mal bald eine Farm anlegen, weil wir können uns ja nicht ewig von. Oh, ich habe schon wieder das Gefühl gehabt, hinter mir wäre ein Creeper. Oh, dieses. Und das hört sich an wie ein Flugzeug. Oder wie so ein Krollen aus der Tiefe. Aber wer kennt das nicht, wer Minecraft spielt? Haben wir jetzt inzwischen genug? Nein, da fehlt noch ein bisschen was. Einfach alles mitnehmen, was wir finden. Na, zu viel kann es nicht sein, eher zu wenig. Was ist denn? Oh. Oh. Das hört sich ja cool an. Jetzt noch nicht, später. Höhle plus Zombie plus Schwert gleich Action. Gleich tot. Ah, hier liegt ein Rest von einem Zombie. Kann aber nicht sein, dass wir den eben erst noch gehört haben. Und da ist Holz. Und hier ist der Rest von Creeper-Explosionen. Ah, stimmt, wir haben ja Knochenmehl. Warum renne ich eigentlich bis zum nächsten Wald? Na, dann machen wir das nächste Mal halb anders. Tun wir gleich bei unserem Haus dann einfach mal ein paar Setzlinge setzen. Und uns draufsetzen und dann Knochenmehl drüber. Und mal schauen, was rauskommt. Und eine Farm würde ich auch gerne anlegen, aber ich lege sowas meistens immer unterirdisch an, aber ich. Also, kurze Information über mich. Ich spiele gerne unterirdisch. Ich buddel mich ewig gerne durch die lavaverseuchte Unterwelt unter mir. Das war. Oh, musst du mich so. Was ist denn hier los? Erst so erschreckt dann dieses Blö. Alter, Herz, komm erstmal wieder runter. Alter, das ist lebensgefährlich, das Spiel. Das ist lebensgefährlich. Ich brauche erstmal Luft hier, ich brauche erstmal Luft. Scheiße. Das muss auch neu sein, das habe ich damals nicht gehabt. Da taucht auf einmal ein Enderman auf. Ja, die Dinger kenne ich noch.
Ich erzähle euch gleich mehr.